Eintracht und für Katalonien stand auf den Transparenten, die Demonstranten am Sonntag durch Barcelona trugen. Zehntausende haben für die Einheit Spaniens und gegen die Abtrennungsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung seit dem Beginn separatistischer Proteste vor einigen Wochen. Ich stamme aus Linares in Andalusien, aber meine Söhne sind hier geboren. Ich lebe hier seit über 50 Jahren, solange ich lebe. Können Sie mir sagen, wer Katalonien mehr lieben sollte als ich? Keine Seite hat die Wahrheit für sich gepachtet. Wenn die Regionalregierung die Katalanen nicht vertritt, müssen wir auf die Straße gehen und uns zeigen. Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 400.000. Spaniens amtierender Außenminister mahnte am Sonntag erneut zur Mäßigung. Die Gewalt, die wir erleben, beschädigt Barcelona und Katalonien. Wir müssen es schaffen, den Weg einer friedlichen Koexistenz einzuschlagen. Nur so kann es eine Lösung geben für unsere politischen Probleme. Erst am Samstagabend hatten erneut Hunderttausende Katalanen für eine Abspaltung und gegen die langjährigen Haftstrafen für ihre Anführer protestiert. Die Separatistenführer, darunter Spitzenpolitiker und zwei Aktivisten, waren Mitte Oktober wegen ihrer Rolle bei dem Abspaltungsreferendum von Oktober 2017 zu Strafen von bis zu 13 Jahren verurteilt worden.